Hallo und herzlich willkommen bei Tinkertubes Lab. Das, was hier vor mir liegt, ist jetzt vielleicht nicht so ganz passend für die Jahreszeit. Ich meine, immerhin haben wir Mitte bis Ende Mai. Aber es lag halt noch rum, wollte eigentlich zu den anderen Weihnachtsdeko-Sachen gebracht werden, aber wie man sich halt so kennt, wird es dann doch nicht hochgebracht. Und dann ist mir jetzt aufgefallen, als ich es gerade mal angeschlossen habe, es ist kaputt. Irgendeine Lampe ist durchgebrannt und wie man vielleicht schon so grob sehen kann. Die ganze Geschichte ist einfach in Reihe geschaltet, die Lämpchen. Und dann habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt hingehe und da jedes einzelne von diesen 20 Lämpchen durchprobiere, bei diesem uralten Weihnachtsschmuck, gehst du doch einfach mal hin und ersetzt das Ganze durch LEDs. Das können wir natürlich nicht einfach so machen. Wir können nicht hingehen und einfach die Lampen rausnehmen, LEDs rein und dann den in die Steckdose stecken. Das knallt einmal laut und dann war's das. Aber wir können das ganze Ding relativ einfach umbauen. Und ich würde sagen, dabei fange ich jetzt am besten an, indem ich erstmal hingehe und diese eigentliche Lichterkette von diesem Kunststoff, Schneemann, Weihnachtsmann, was immer das ist, entferne. Denn man sieht auch diese ganzen Kabelbinder hier. Die alten Kabelbinder sind schon richtig schön gelb-schmantig nach 20 Jahren oder was auch immer. Daher mache ich die neu. Da habe ich ja auch so für einen bunten Schmuck angepasste bunte Kabelbinder schon mal. Ich denke, das wird ganz neckisch. Also fangen wir mal an. Den ganzen Kram. Die sind zerbröseln schon beim Anpacken. Fangen wir mal an, den ganzen Kram zu entfernen. Weg. Das müsste es doch gewesen sein. Nicht ganz, einer hängt noch. Da ist unsere Lichterkette. Ganzen Abfall beiseite. Und diese komischen Becherchen machen wir auch erstmal ab. Welchen Sinn auch immer die hatten. Wahrscheinlich, dass man sich nicht die Flossen an den kleinen Lämpchen verbrennt. Aber das Problem werden wir ja nicht mehr haben. Daher können wir eventuell diese Becher auch weglassen. Je nachdem. Vielleicht hat es auch einen optischen Effekt. Das müssen wir uns dann mal angucken. So. Als erstes fange ich an, indem ich unsere LEDs hier einmal durchmische. Es sind jetzt 20 Stück, wie auch Lämpchen vorhanden sind. Ich habe einfach mal wild aus meinem Fächlein welche rausgenommen. Welche Farben das jetzt genau sind, weiß ich eigentlich gar, ehrlich gesagt gar nicht. Was ich weiß ist, es ist kein Gelb dabei, weil ich hatte keine hellen gelben LEDs. Aber naja. Bevor wir beginnen, müssen wir die LEDs noch vorbereiten. Dazu kann man entweder hingehen, die Kappe, die LED ist ja gerundet. Ja, und hier da vorne so ein Dom. Und dieser Dom fokussiert das Licht ein bisschen. Wir können jetzt hingehen, damit wir möchten ja ein möglichst weit gespreiztes Licht haben. Jetzt können wir hingehen, entweder mit ein bisschen Schleifpapier die LED quasi runterreiben oder wir nehmen uns einen Seitenschneider, setzen, ja, kann man relativ gut erkennen, setzen so knapp über dem eigentlichen LED-Körper an, möglichst so, dass wir den Bonddraht nicht mit abknipsen und einmal schnapp. Und man sieht, wir haben eine sehr raue Oberfläche, die das Licht schön verteilt. Dabei, wie man vielleicht gehört hat, aufpassen, am besten die Augen zumachen beim Schneiden, weil diese Plastikschrapnell fliegt überall lang. Und man möchte es nach Möglichkeit nicht im Auge haben. Das ist faszinierend. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera hört, aber es gibt so richtig so Geräusche wie von irgendwie einer Patrone bzw. einer,
einem Gewehrschuss oder sowas, der an einem vorbeizieht, so. Und ich sehe, ich habe ein Loch in meine Tapete geschossen. Okay, es ist, glaube ich, gut, dass ich die Augen dabei zumache. Und der letzte. So. Jetzt müssen wir Folgendes machen. Wir müssen uns eine Seite aussuchen an unserer Kette, wo wir quasi den Pluspol ran machen. Ich nehme dafür jetzt einfach mal die Seite, wo hier dieses ganze Geschiss dran war oder dran gewesen sein wird. Das kommt nämlich ab. Warum muss das Zeug so klebrig sein, ey? Gidi. So, das ist unser Plus. Deswegen schneide ich es direkt mal kurz durch. Ein Stückchen Platz lassen. Dann drillen wir das mal auseinander. So, und hier gehen wir jetzt hin und markieren einfach für uns zum einfachen Verstehen, markieren wir an einer Seite den Pol. Ich mache hier einen schwarzen Strich dran und für Minus einfach. Und da gehen wir einfach der Reihe nach, ne? Hier Minus rein, Plus raus, Minus rein, Plus raus, Minus rein, Plus raus, Minus, Minus, Minus. So, jetzt haben wir alle markiert. Als nächstes suchen wir die Verschlusskappe vom Edding. Die ist da. Als nächstes zupfen wir die ganzen Lampen raus. Kette ist leer. Wir haben 20 Lampen. Und wenn man sich diese Lampen mal so anschaut, dann sieht man, ich biege das mal ein bisschen auseinander, dass die Drähtchen im Prinzip einfach nur in diese Fassung reingesteckt sind. Und genau das nutzen wir aus. Wir biegen das Ganze auf und ziehen das Lämpchen einfach raus. Weg. Nehmen uns eine LED, stecken sie rein. Biegen die Drähtchen um und schneiden sie ungefähr so 1 mm über dem Bund, ungefähr dort. Ein Millimeter über dem Bund deswegen, weil so haben die einen optimalen Halt in den Fassungen und rutschen nicht darin rum. Ein kleiner Tipp noch an dieser Stelle. Meistens ist in so einer LED der größere der beiden Metallfahnen die Kathode. Also in dem Fall korrespondiert das dann mit unserem schwarzen Strichlein. Und in dieser Richtung stopfen wir das dann da rein. Zack. Und weil wir die Fahnen so lang gelassen haben, ist das auch ziemlich fest. Wunderbar. Das machen wir jetzt mit allen 20 Lämpchen, die wir hier haben. Und danach sehen wir weiter.
So, dann stecken wir das Ganze jetzt in die Kette hinein wieder. Dabei immer auf die Polarität achten und gucken, dass die Geschichte auch wirklich feste drin steckt. Wir möchten ja keine böse Überraschung erleben, wenn da so ein Anschluss halb rausguckt, ne? Es kribbelt dann immer so schön in den Finger. Da ich keine Ahnung habe, welche Farben die einzelnen LEDs jetzt hier haben, wird das sicherlich auch ein schönes gemischtes Farbspiel geben. Wahrscheinlich habe ich jetzt durch Zufall alle sortierte drin. Das wäre es ja. So, das Ganze können wir jetzt rein theoretisch, wenn wir ein Netzgerät hätten, was genügend Spannung liefert, könnten wir das einmal ausprobieren, ob da irgendetwas leuchtet. Ich habe wahrscheinlich kein solches Netzgerät, aber wenn ich meine Labortischbeleuchtung hier abschalte, könnte ich das eventuell hinbekommen? Versuchen wir das doch mal. Wird zwar nicht mit voller Kraft leuchten, weil ich kriege hier nur maximal 60 Volt hin, aber es dürften ja so um die 90 Volt nötig sein dafür. So, wir haben die Seite ist minus, das heißt hier dürfte minus sein und wo ist das andere Ende? Plus. Und dann gucken wir doch mal, ob da was passiert. Es leuchtet. Das sind jetzt 60 Volt. Und ich würde fast sagen, das könnte man sogar so lassen. Oder? So als Stimmungsbeleuchtung reicht es. Ich mache mal die anderen Lampen hier raus im Labor. Ich finde, es hat was. Das kann man eigentlich so lassen. Ich würde sagen, 60 Volt ist unser Ziel. Wunderbar. Schön ist sogar, dass die eigentlich auch relativ gleichmäßig leuchten.
Die Grünen sind nicht großartig dunkler als die Weißen oder die Blauen oder die Roten. Schön, gefällt mir. Das gefällt mir nicht, dass die so schief hier drin ist. Das muss ich nochmal ändern. Aber so im Allgemeinen, top. Dann machen wir die da gerade nochmal gerade hier. So. Jetzt können wir hingehen, das Ganze wieder an den Schneemann hier oder was immer das ist. Ich glaube, es ist ein Nikolaus oder irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall adaptieren wir das wieder hier ran. Wer hat gesagt, dass ihr euch verknoten sollt? So. Fangen wir doch mit einem wunderschönen pinkfarbenen Kabelbinder für den Schuh an. Ich würde auch schreiend wegrennen bei pinkfarbenen Kabelbindern, aber egal. So, die Verkabelung ist fertig, alle LEDs sind dran. Dann würde ich doch sagen, versuchen wir nochmal, wie das jetzt ausschaut, ne? Ich würde sagen, es taugt. Machen wir nochmal Licht aus. Ja, das ist echt schön. Ich muss sagen, das gefällt mir sehr gut. Das ist gut gelungen. Und dann würde ich jetzt fast sagen, belassen wir es für diese Folge erstmal dabei. Und in der nächsten Folge zeige ich euch dann, wenn ihr daran Interesse habt, wie ihr ein ganz, ganz simples und im Prinzip scheiße gefährliches Netzteil dafür bauen könnt. Oder aber wie es auf alternative Weise ein wenig weniger gefährlich anschließen könnt. In diesem Sinne, bis dahin.